Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 2070 Die Tiefsee. Cool, heute hat mir keiner in die Anmoderation reingesabbelt, das finde ich doch gut. Ich habe nicht auf Pause gedrückt, das heißt, wir werden sind die gleich. Instruktionen. Interesse? Oh, warte mal kurz. Zu begleiten, zu beschützen. Oh, das können wir als erstes machen. Da finden wir doch mal die 1 und wo sind die Schiffe da hinten? Genau. Ja, gut, wir müssen erstmal hier hinfahren. Und dann gucken, was die überhaupt machen sollen. Und wenn die davon dann zurückkommen, dann werden wir schön... Ah, guck mal, wir können jetzt auch gleich... Ich mache schon wieder eine Sache durch ein... Bevor ich die eine Sache abgeschlossen habe, fange ich schon wieder die nächste Sache an. Wir werden jetzt erstmal hier diese kleine Mission machen. Und dann werden wir die ganzen anderen... Produktion gestartet. Oh, keine Biodrinks werden hergestellt. Warum nicht? Warum nicht? Oh, keine Molkereiprodukte mehr. Das ist ja ärgerlich. Aber ihr seid hier kräftig am Kühe auspressen, oder? Müssen wir hier echt mal noch was dazu bauen? Hatte ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Interessant. Kannst du das für die Organisation erledigen? Jede Sekunde zählt. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Oh. Bam, 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 bam. Was ist das hier? Teilsender, mir nach. Was? Okay. Gut, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss dahin, dahin und dahin. Gut, dann fahren wir doch erstmal hier. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, das Schiff folgt dem Schiff und die Vipers passen auf das andere Schiff auf. Fahrzeug unter Beschuss. Oh. Ist doch gut. Die Vipers nehmen denen sofort die Schiffe gleich auseinander, das ist schön. Die haben fast keine Chance dagegen, ey. Schon so ein bisschen traurig. Mal die Drohne raus. Oh. Ah, jetzt habe ich natürlich hoffentlich, entsteht jetzt keine Ölkatastrophe oder sonstiges, weil dann, die kleinen Vipers sind irgendwie, also die Drohnen von den Vipers sind cool. Dass die rausrotzen. Produktion angehalten, genau, erweitert das Baumenü. Wunderbar. Mein Schiff ist schon da, oder was? Ja. Jetzt muss das zu eskortierende Schiff da gleich ankommen. Ah, ich will mal kurz gucken, wie meine... ich habe ja den ganzen... Ja, guck... schade. Brauche ein paar Fische mehr. Ein paar Fischereihütten. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht bei dem... Bei diesem kleinen Wahn, dass alle auf einmal hier ihre freie Baurechte haben. Habe ich mir schon fast... Ach, scheiße, das geht ja nicht, ne? Das geht ja immer nur im Hafengebiet. Auf jeden Fall habe ich mir das schon fast gedacht, dass dann irgendwann, früher oder später, in gar nicht so ferner Zukunft, die Fischproduktion, dass es einfach nicht mehr ausreicht, dass wir so einen Fisch produzieren derzeit. Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Ich krieg das Ding hier nirgendwo hingebaut, ey. Ich will es nicht direkt daneben haben. Das sieht irgendwie so schwul aus, wenn man die alle so direkt nebeneinander hat. Registriere Energieknappheit. Oh, Leute. Wirklich? Ja. Ich muss jetzt erstmal kurz das hier weiterführen. Genau, wir müssen nämlich jetzt hier hin. Zu dem Schiff. Was ist das denn jetzt hier? Modulkonstruktion finalisiert. Ah, gut. Das heißt, wir können hier gleich das nächste Modul anschmeißen. Wenn ich denn Werkzeuge hätte. Ach Leute, ey, was ist hier los? Komm, mach. Hallo. Achso, der guckt sich schon an, oder was? Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Ah, okay, das hat funktioniert. Dann auf zum nächsten Schiff. Die Energieversorgung ist mal wieder für den Arsch. Das bedeutet, wir werden da noch so einen Turm hinbauen. Das nützt irgendwie alles nichts.
Ich hätte mich natürlich gefreut darüber, dass der, wenn der da hingegangen wäre. Geht er jetzt leider nicht. Kriegen wir hier noch so einen Turm hin? Ja, ne? Vor allen Dingen kannst du die... Also ich kann die nicht einmal so schnell hinklatschen. Ich muss das schon mir mal kurz angucken. Es ist vier und einer mehr. Nicht das... vier und einer mehr, habe ich gesagt? Also fünf, ne? Ne, sechs. Wie macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht? Fünf, sechs. So. Jetzt bin ich mir aber nicht so sicher, ob das mit dem Platz da vorne reicht. Deswegen mache ich immer so. Damit ich ihn doch mehr oder weniger schnell irgendwo hingeklatscht kriege, dass ich gleich die Aufgabe da oben weitermachen kann. Alter Vater, ey. So hier an Energie brauchen. Genau, Hamster im Laufrad. So sehe ich das auch. Beziehungsweise wir werden das dann eh wahrscheinlich mal ein bisschen aufräumen und korrigieren müssen. Weil wenn ich da ohne Ende von diesen Solartürmen stehen habe, dann brauche ich ja nicht noch hier überall diese Windräder. Das ist doch doppelt bezahlt. So, wir haben jetzt da zwei Fischerhütten mehr hingebaut und haben immer noch... ja, das fällt immer noch. Der Fischkram. Was machen wir denn da? Im Grunde können wir hier drüben noch Fischereihütten hinbauen. Und die... Ah, die Biodrinks-Route... Ach Quatsch, die ist noch gar nicht ausgelastet, ey. Dann können hier Fische rein und da Fische raus. Und dann können wir hier noch zwei Fischereihütten hinbauen. Nee. Hier eins, zwei und ein nebendran, haben wir drei. Das Ding ist ja komplett ausgebaut. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Das habe ich mir gedacht. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja. Gut, gut, alles gut, alles gut. Die machen das eigentlich schon, ne? Das Hovercraft, ist das schon da? Ja, das ist schon da. Das sieht doch alles gut aus. Da habe ich gar keine Schwierigkeiten. Würde ich mal sagen. Mega. So, aber ich komme hier nicht zu weiterzumachen. Wollte ich nicht ein Transportschiff darüber schicken, was Werkzeuge holt? Ja, wollte ich. Habe ich auch gemacht und es hat auch schon Werkzeuge mitgebracht. Hahaha. Guck mal. Wissen ist Macht. Nicht wissen macht nix. So, wie sieht das hier aus? Genau, einer. Fünf brauchen wir davon. Fünf! Ich zähl auf dich. Also bau keinen Mist. Alter. Wo kriege ich das? Das kriege ich aus der Devs Akademie. Das heißt, ich muss hier hin. Sekunde, dann habe ich Zeit für Sie. Items, das muss ich von ihm kaufen oder was? Wahrscheinlich. Aber welches ist das nochmal von den Dingern? Ich weiß es nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich glaube nicht, dass es so einfach wird mit dieser Quest von Professor Doktor. Aber auch das werden wir irgendwann hinkriegen. Oh. Wir haben die Quest hier erledigt. Bergen, bringen Sie die Zurüstung. Haben wir sie? Ja, haben wir, ne? Geborgen haben wir sie. Warnung. Das bedeutet. Produktion gestoppt. Du kannst dahin fahren und die. Genau, welche Viper haben wir denn jetzt hier eigentlich alles? Das ist die da oben hin soll. Und das ist auch die da oben hin soll. Und wir müssen Präsenz zeigen, wenn wir uns... Achso. Und die kommen hierher, weil die wollen wir nämlich... Die wollen wir nämlich dafür nutzen, dass wir... bei der Mission fahren, ne? Also Mission fahren in dem Sinne... halt diese Missionsdinger da, die wir... Entdeckungstrips, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. So... Wie sieht das jetzt hier aus? Da ist das am Forschen. Aber wo krieg ich das Ding denn her? Du hast's geschafft, oder? Ja, natürlich, ich hab's nicht geschafft. Nicht übel. Dachte Danke. Fast. Danke. Natürlich ist das nicht übel, wenn ich das mache. So, aber woher kriege ich jetzt das Ding hier unten? Anmischender.
Ah, okay. Kann durch Aufträge erhalten, durch Handel erworben oder zufällig bei der Modulentwicklung entdeckt werden. Interessant. So, das heißt, wir müssen erstmal jetzt hier noch dran weiter basteln. Gut. Wir können aber auch jetzt unter Wasser schon weiterbauen, ne? Wir müssen auch unter Wasser weiterbauen, damit die Jungs auch sagen... Was ist das denn jetzt? Achso, das ist... Ah, das ist deren Lifestyle. Okay. Und Information, dafür brauchen wir noch mehr davon. Gut. Das bedeutet, das alles, was die jetzt nicht haben, sprich die Forschungsgeschichte, müssten wir das jetzt hier drüben nochmal aufziehen, ne? Also sprich eine... Genau, das Ding. Bauen wir jetzt hier hin. Weil das echt winzig ist, ne? Was das an Radius hat, ne? Da hat das Ding schon deutlich mehr Radius. Ist das 3x3, das Ding? Oder ist es 4x4? Ja, das ist leider 4x4. Oder? Ach ne, würde da gehen. Pass mal auf. Dann machen wir das doch. Kommt hier die Straße weg. Im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Auf welcher Insel? Ich weiß noch nicht mal, wie meine Inseln heißen, also... Brauche ich auch gar nicht fragen, auf welche Insel. So. Jetzt haben wir nämlich... Genau, das war nämlich das Ding, was ich machen wollte. Ja, ne? Solchen Gefahr neben dem Krankenhaus. Ihr kennt das alte Spiel. So, mal alle rein in Hafen. Und dann gucken wir mal, was wir so Schönes finden für euch. Ein Item. Wir nehmen jetzt einfach mal eins, was hier so liegt. Hier, genau das. Dafür muss man Fisch an Bord haben. Das können wir gerne machen. Und eins nur sockeln. Dafür kriege ich ja 10 Tonnen Fisch. Na, sagen wir mal 20. 20 und tschüss. So, das ist dann auf Tour. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir jetzt hier Feines. Dann nehmen wir was anderes, ne? Dann nehmen wir mal das Ding, das ist auch Fisch. Das ist Bauzellen. Dann nehmen wir doch mal Bauzellen. Zack. Bauzellen. Kriege ich ja 20 Bauzellen mit. Und tschüss. So. Der hat einen Sprengsatz drin. Das entsockeln wir mal kurz. Sockeln wir mal. So, was haben wir hier? Geheime Zutaten. Ich weiß nicht, was es ist. Achso, das muss in einem U-Boot. Das geht nur in ein U-Boot. Ah, okay. Ah, man kann auch... Fahrzeug verlässt Radarbereich. Schwere Waffen will der mit haben. Brennstäbe. Wir haben wir alle. Algen haben wir auch nicht. Oh, 3D-Beamer. Aber es ist auch wieder eine U-Boot-Mission, ne? Okay. Diamanten, das ist jetzt keine U-Boot-Mission, ne? Ne, davon kann man mal... Zack, eine anpacken. Haben wir Diamanten? Expeditionsfahrzeug verlässt Radarbereich. Da sind Diamanten. Zu Genüge. Cool, dann machen wir doch noch so eine. Ich werde das Zeug ja nicht los. Das heißt, das Schiff muss auf jeden Fall da bleiben. Ich will hier aber noch eine mit Diamanten machen. Wo ist das jetzt hin? Brennstäbe, 3D-Beamer. Wo sind die hin? Wahrscheinlich ganz nach hinten wieder, ne? Ja, genau. Noch eine mit Diamanten. Zip. Und tschüss. Cool. Jetzt haben wir mal die ganzen... Erkenne feindliche Anheitsmehrheit. Schon Gefahr wieder... einer Inselübernahme. Nein, keine Gefahr einer Inselübernahme, weil wir das wieder zurückkaufen. Und ich werde den irgendwann... Also es dauert nicht mehr lang und ich sprenge ihn einfach von der Karte weg. Aber vorher will ich, dass wir der Energieversorgung noch in den Griff kriegen. Expedition gestartet. Jo, sehr schön. Sollen wir hier nochmal ein bisschen schnell. Ja, wir haben alles da. Ich brauche hier nämlich nochmal jetzt ein paar von den Johnnies mehr mit hin. Damit die dann auch Bock drauf haben, aufzusteigen. Damit sich hier mal ein Dings lohnt, ne? Meine. Expeditionsfahrzeug verlässt Radarbereich. Damit sich das dann auch lohnt, dass ich da quasi ein neues Forschungszentrum bla hingestellt habe. So,
können wir mal eine Straße rüber machen. Weil es hübsch ist. So, und jetzt können wir mal gucken, dass wir... der kann aufsteigen und der will auch aufsteigen. Dann machen wir es doch mal. Und wir haben mal wieder keine Bauzellen. Aber was soll ich sagen? Wir haben keine Bauzellen. So. Jetzt machen wir aber hier Aufbau, aufstiegstechnisch momentan mal nix. Ich will jetzt mal mir... Ey, hallo, Krankheit, Krankenhaus, was ist da los? Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Na, super. Fisch wird mehr. Tee. Boah, ist noch nicht unter der Grenze, wo ich sagen würde, das ist kritisch. Aber das hier, liebe Freunde, das hier finde ich nicht gut. Reis und Gemüse ist da. Das heißt, wir könnten eigentlich rein theoretisch eher nur die Fabriken bauen, die wir brauchen, um Biokost mehr herzustellen. Beziehungsweise, wie sowas sagt, Ökobilanz und Denk sieht auch gut aus. Naja, dann machen wir doch mal davon ein paar mehr. Da haben wir keine Straße. Guck mal, wenn wir hier die Straße umlegen würden, dann könnte man da echt cool noch was reinbauen. Pass mal auf, das machen wir auch. Weil mich das antörnt, wenn das alles richtig schön dicht zusammengebaut ist. So. Da oder da? Machen wir da. Dadurch werden jetzt zwar Reis und Gemüse fallen, aber die Biokost wird mehr. So, Kommunikatoren waren auch ein wenig wenig. Modulentwicklung abgeschlossen. Ja, guck ich gleich mal hin. Ah, ich glaube, für Kommunikatoren brauchten wir ja nur Chips, ne? Chips. Und Chips haben wir, ne? Chips sahen, glaube ich, Achtung, gut aus, ne? Rohstoffvorkommen fast erschöpft. Oh, das muss hier auf der Insel sein, glaube ich. Da muss ich mir jetzt auch gleich mal Gedanken machen. Weil mir jetzt gleich... Hä? Ist das die Chipfabrik? Die Handyfabrik? Die Kommunikatorenfabrik? Ja, ist sie. Gut. Ich glaube, damit haben wir es dann erstmal gerissen. Genau, das ist jetzt hier. Das ist nicht gut. Wenn das Zeug ausgeht, das ist nicht gut. Weil das müssen wir dann echt irgendwo anders wieder... Ach ja, wir sollen... Ja, wir können doch jetzt unter Wasser... Achtung, Produktionsstillstand. Wir können doch jetzt unter Wasser die Dings abbauen, ne? Unendlich? 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 Wie geil, unendlich? Das ist wirklich unendlich? Also... Wie immer. Wo muss das hin? Da muss das hin? Geil. Geilo. Was brauchen wir dafür? Unendlich. 8 und 6. Das holen wir mal kurz. Wo ist mein Schiffchen? Oh, ich sehe gerade, mein Timer ist mal wieder abgelaufen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier Carbon und Werkzeuge und irgendwie was holen. Und dann werden wir mal ein unendliches Recycling-Dings da bauen, würde ich sagen. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.